Die türkische Armee ist in den Nordirak einmarschiert und hat die erste Bodenoffensive gegen kurdische Rebellen seit 10 Jahren gestartet. Militärkreisen zufolge waren am Freitag zunächst 2 Brigaden im Einsatz, von denen jede bis zu 5000 Soldaten hat. In Bagdad hieß es dagegen, es hätten lediglich ein paar hundert Kräfte die Grenze überschritten. Die Truppen drangen türkischen Medienberichten zufolge bis zu 25 Kilometer in das Nachbarland vor und wurden dabei von der Luftwaffe unterstützt. Der türkische Ministerpräsident Erdogan erklärte, er habe US-Präsident Bush telefonisch über die Bodenoffensive informiert. Und er betonte außerdem, Ziel dieser Operation sind PKK-Lager im Norden des Irak. Dies ist kein Angriff auf das irakische Volk. Die Europäische Union kritisierte die Offensive und forderte die nach einem Beitritt strebende Türkei auf, die territoriale Integrität des Irak zu respektieren.